Hi, ich bin Hannes Kelch, bin Gitarrist bei Alligator unter anderem und auch bei Luke Mockridge. Und wir sind hier heute auf der Baustelle, auf der ich hier arbeite. Das ist ein Hotel, wie ihr seht, und hier sind mehrere Zimmer, die auf dieser Drehbühne gedreht werden. Und da oben ist der Schlagzeuger, da oben ist der DJ, hier ist der Klarinettist. Hier haben wir den Klarinettisten, der hat aber so ein ganz ausgechecktes Setup mit also 1000 Kanälen und spielt viele Bässe, so Synthi-Bässe, weil das dadurch, dass wir so eine komische Aufstellung haben, ersetzt der dann den Bass oft und spielt halt ganz viel so Synthi-Sounds und das ist ziemlich cool und wird halt alles vom DJ da oben gesteuert. Also der steuert viel von seinem Setup und dann eben auch von meinem Setup. Da läuft eine MIDI-Strippe runter. Und also zum Camper, der steht da hinten, da können wir dann gleich hingehen. Und genau, das läuft dann alles über einen Verstärker, glaube ich sogar, weil das irgendwie 20 Meter sind, hier hoch, sodass ich auch hier vorne auch trotzdem immer alles sehe, was geschaltet wird, weil ich die Expression-Pedale noch benutze, das Volume-Pedal benutze und manchmal so Morph-Geschichten noch mache über die Switches hier. Das heißt, ich fahre manchmal so in Zerr-Sounds, wenn so lange Chords stehen, schiebe ich manchmal noch so einen Chorus dazu oder mache irgendwie Tremolo-Geschichten, dass das Tremolo manchmal so ein bisschen ausgeht. Eigentlich relativ subtile Sachen. Und manchmal habe ich so ganz, ganz lange Delays auch, die dann einfach so stehen bleiben und so ein bisschen Waber-Zeug machen. Genau das kontrolliere ich von hier vorne aus. Also hier haben wir meine ganzen Gitarren und ich spiele relativ viele unterschiedliche Sachen. Ich spiele hauptsächlich E-Gitarre. Das sind zwei. Ich habe einmal eine Nick Huber, eine Crowdstar, so wie alle. Und das ist eine tierische Gitarre, vor allem, wenn man halt diese P90-Sache hat. Da hat man nochmal einen anderen Sound. Das finde ich ist eh so der schönste Hals-Pickup. Und dann habe ich noch eine Tele von Alex Guitars aus Berlin. Das ist auch eine P90-Tele. Die spiele ich schon seit vielen Jahren. Ich zeige die beiden mal kurz einmal so in die Kamera. Das sind meine beiden Hauptgitarren. Die. So, dann spiele ich noch eine 7-Seiter von Schecter bei so Drop, also ganz tiefen Sachen. Dann habe ich noch einen 5-Seiter Bass, den spiele ich bei zwei Songs, den spiele ich auch durch einen Camper, da gehen wir gleich noch hin. Und dann habe ich noch eine Western dabei und eine Nylon. Und die Nylon läuft zum Teil sogar auch über einen Camper. Also es ist hier quasi so, das geht alles hier in den Empfänger. Rein, die haben alle eine eigene Funkstrecke. Es geht in den Empfänger. Dann geht das hier in das ABC-Switch von Palmer, was der einzige ist, meiner Meinung nach, der nicht knackt. Und dann geht es also einmal hier auf den Camper, auf der 1, auf der 2, auf die Western und auf der 3 eben auf die Nylon. Und die Nylon spiele ich sogar zum Teil auch über den Camper. Und bei manchen Songs habe ich sogar, die spielen wir jetzt auf der Tour nicht, spiele ich sogar die Western dann auch über den Camper, habe so Leslie-Sounds und so. Das ist cool, das wird aber hier alles von meinem Kollegen Matze umgeschaltet. Und dann, genau, die Western, die geht noch durch einen Tone Dexter durch. Das ist so ein Ding, das wurde mir letztens empfohlen und das spielen jetzt ein paar Kollegen von mir. Das ist auch ein ganz schickes Gerät. Aber das Hauptgerät und das Hauptarbeitswerkzeug, was ich benutze und seit Jahren schon habe, weil das einfach in der Produktionsgröße, ja, also ich bin nicht der Erste, von dem ihr das hört. Das war einfach, als ich in die Band gekommen bin und die ganzen Sounds gehört habe, war das eigentlich für mich relativ klar, dass das dann nur so gelöst werden kann und habe mir dann eben deswegen auch den Profiler geholt. Und es ist halt so, dass Lukas, also Alligator, der Künstler, ein sehr guter Gitarrist ist mittlerweile und auch ganz komische Art und Weisen hat, manchmal Sachen so an der Gitarre sich auszuchecken. Also man muss manchmal doch sehr gucken, wie man das dann irgendwie macht, weil er manchmal Sachen zusammenschneidet oder irgendwelche komischen Riffs hat. Dann hat man irgendwie so einen Zerr-Sound, dann wieder einen Clean-Sound, dann Zerr-Sound und deswegen eben auch diese MIDI-Strippe vom DJ. Weil ich manchmal will so Gang, Dacke, 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 dann und schalte das und dann gibt es so Auto-War-Sounds. Und das, also hab da wirklich irgendwie viele Program-Changes und die funktionieren halt, ja, das wäre mit einem Amp-Setup gar nicht möglich, mit der Bandbreite an Sounds. Genau, und ich mache eben auch sehr viele eigene Profiles, also habe eben auch einen eigenen Shop und habe die Sachen, also habe wirklich alle Amps, die ich habe, geprofiled und komme halt mit denen auch für mich persönlich am besten klar. Habe auch viele Kollegen, die spielen und das Einzige, wo ich nicht eigene Profiles spiele, ist beim Bass. Da benutze ich die neuen von STL Tones von David Ben Death. Da sind ganz, ganz tolle Gitarren-Sounds mit bei. Und
ganz richtig tolle Bass-Profiles und das läuft halt eben alles darüber. Und ich habe mit dem Gerät habe ich schon bei minus 25 Grad, glaube ich, gespielt, auf dem Ski-Opening. Und haben wir dieses Jahr in, das ist jetzt nur der Spare, der ist auch nicht gesteckt, weil das wird auch nicht passieren, mit dem haben wir in Kenia eine Show gespielt, vorm Kilimanjaro. Also den hatte ich dann nur, weil ich den halt im Flugzeug dann in der Tasche mitgenommen habe. Und den nehme ich auch immer mit und so. Und bei kleineren Shows habe ich auch immer nur einen dabei, weil, also irgendeiner hat immer noch einen und dann habe ich hier den USB-Stick und dann stecke ich den da einfach drauf. Und dann habe ich meine Show auch da. Ja, die ganze Show ist eine In-Ear-Show und ich habe auch gar keine Box und nichts. Also ich habe jetzt, das sind auch beides nur die ohne Endstufe. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, dass ich eine Box brauche, weil wir einen super Monitor-Sound dabei haben, wir haben ganz tolle Leute dabei und es klang immer schon gut. Und ich habe auch, selbst wenn ich auf anderen Produktionen bin, wo nicht so ausgecheckte Monitorsysteme sind, ist es immer so, dass ich immer ein tolles Gefühl habe. Also ich habe manche Kollegen, die dann sagen, ja, ich will doch noch eine Box haben, irgendwie um das... Ich bin einfach froh, dass ich herkommen kann und wir keinen Soundcheck haben, weil es ganz andere Sachen gibt, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass der Sänger halt, das ist Deutsch-Rap, da muss man den Gesang verstehen. Und wenn da eine Box auf der Bühne steht, das ist einfach der Killer. Und dann klingt auch die Gitarre schlechter draußen, weil dann muss man da wieder irgendwie gegenkompensieren. Das ist einfach schön raus, fertig, danke, ciao. Und dann haben wir dann super Gitarrensound. Und ich habe bisher immer, also von vielen Kollegen, die auch da waren, immer positive Kritiken gekriegt, dass das super klingt. Also ich glaube, das hat den Gitarrensound live doch sehr verbessert. Ich betreibe ja auch ein Studio, das ist das, was ich eigentlich sonst neben dem Live-Spielen eigentlich fast am meisten mache und produziere eben auch sehr, sehr viel und besitze auch viele Amps, die ich auch ganz, ganz toll finde, die ich auch alle geprofiled habe. Es ist tatsächlich so in der Produktion im Studio, dass ich eher finde, dass die Produktion durch den Camper besser geworden sind, und zwar aus dem Grund, weil ich einfach erstmal ganz banal sind alle Sounds gelevel-matched. Das heißt, ich mache ein Profile von dem einen Amp, und ich kann jetzt wirklich A, B hören, weil ich dieselbe Lautstärke habe. Weil irgendein 50 Watt Amp natürlich ganz anders klingt als ein 100 Watt Amp oder eine andere Lautstärke hat. Und da denkt man natürlich, der laute Amp klingt besser. Das ist ja per se nicht immer so. Und deswegen hat man da erstmal die Möglichkeit, da überhaupt zu vergleichen, mal kurz ein Reamp zu machen über SPDIF. Und das andere große Ding, weshalb ich eben dann auch im Studio auf dem Profiler schwöre, ist einfach, ich kann in einen Song gehen, ich mache einen Rhythmus-Sound, dann mache ich einen Lead-Sound, dann gehe ich in die Strophe aus dem Lead-Sound, mache da irgendwie einen Clean-Sound, dann sage ich, ah, hier mache ich noch einen Chorus drauf für einen C-Part, dann mache ich irgendwie, nehme dann wieder den Rhythmus-Sound, gehe zurück, mache noch irgendwie einen Rhythmus-Sound fürs Ende und habe halt die Ohren frei und kann vor allem auch, also ich mache meine Profiles nie an dem Tag, an dem ich produziere, sondern es ist halt immer so, dass ich eigentlich ins Studio gehe und sage, ich habe jetzt ein Amp, ich habe vielleicht in zwei Wochen eine Produktion, und dann setze ich mich alleine hin, setze mich einen halben Tag lang hin, mache wirklich Profiles so, dass ich wirklich genau hinhören kann, weil wenn ich die ganze Zeit die Leute im Studio habe und dann irgendwie mal schieben muss, da hat man einfach die Zeit nicht zu, weil die wollen alle Kaffee trinken und so, und ich kann dann einfach wirklich in Ruhe meine Profiles machen und habe dann eben im Nachhinein dann die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und spare mir quasi, also es ist wie, als hätte man sich geklont und hätte die Ruhe, auf den Gitarrensound zu hören und dann aber auch die Ruhe, ordentlich zu produzieren. Und dann sind halt diese Nuancen, über die dann vielleicht noch diskutiert wird, sind dahingehend hinfällig, dass ich einfach eine bessere Produktion habe. Und das geht ja ums Gitarre spielen, ums Musik machen. Und wenn ich dann da irgendwie, oder wenn ich mit anderen Produzenten zusammenarbeite und die irgendeinen Sound haben wollen, dass man einfach mal kurz da durchschalten kann und nicht einen neuen Amp aufbauen muss und so weiter und so fort. Das hat schon wirklich die Arbeitsweise einfach, ja, komplett verändert. Ja, ich kann da einfach nur Danke sagen für alles, was da jetzt in den letzten Jahren auch noch dazugekommen ist, an Sachen, die man eigentlich nicht erwartet hat, wie das Morphing und so weiter und jetzt eben auch die Programmiersoftware. Und ich freue mich da einfach drauf, dass auf alles, was in der Zukunft noch so kommt. Ich habe erstmal keine Erwartungen, weil ich bin ja eh schon seit Jahren wunschlos glücklich, aber alles, was noch kommt, wird bestimmt super toll werden.